ab 4 und dann sind das. Na gut, das Problem ist halt aber, man kann ja jetzt nicht sagen, das sind jetzt spontan 12 Wagen, wo halt 10 Leute reinpassen. Man muss ja auch beachten, dass hier vorne bloß. Was ist denn bei einem Zug? Da kann ich bloß 8 machen, dann mache ich 2 Züge und lass die dann einfach mal. Keine Ahnung, was man hier für eine Runde braucht. Ich stelle das mal auf erstmal auf 30 Sekunden ein. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Gucken wir mal, 45 Sekunden. Das ist die Mars-Rundfahrt. Und ab dafür. Oh, da steht sogar schon draußen. Die ersten Leute kommen auch schon an. Und die Parkleitung ist es wieder auch noch nicht ganz maximal. Da kommt die gemäßigte Attraktion als nächstes. Und jetzt können wir eigentlich das Riesenrad bauen. Das machen wir da hier oben in dieser. Ja. Hier war doch noch Platz. Ah, gut, aber dort will ich das Riesenrad eigentlich ungern hinstellen. Da könnte man irgendwie was anderes hinstellen, wo man mal gucken, was da noch so kommt. Was da noch so entwickelt wird, aber deshalb stelle ich das Riesenrad einfach mal. Wo ist denn das jetzt hier? Ach, hier vorne. Oh, Shuttle Loop Defekt. Sicherheitsabschaltung. Wie war das noch? Bei Stationsbremsen versorgen. So. Magma Diver ist defekt. Was war denn das? Ach, der hier. Auch eine Sicherheitsabschaltung. Magma Diver wahrscheinlich überhitzt von der Hitze gewesen. Anders kann man sich's nicht vorstellen, was hier nicht geklappt hat. Huch. So, ist eigentlich der erste Zug jetzt schon unterwegs. Der zweite ist, glaube ich, an der Station. Ah, ne, der hat erstmal 45 Sekunden jetzt gewartet hier. Ach du Scheiße. Ist er wenigstens dafür voll? Nee, ne? 21 Personen fahren. Nee, ist nicht voll. Aber ich sehe, es wird mal wieder Zeit für einen kleinen Speicherpunkt. 11. März, gemäßigte Attraktion. Jetzt stagniert die Besucherzahl ein bisschen. Schade, wie gesagt, dass man hier keine Werbung machen kann. Das ist. Doof, wenn ich so sagen. Aber die Parkbewertung ist wieder maximal. Oh, der kriecht ja hoch, der Wagen. Der müsste ein bisschen schneller fahren können, finde ich. Und nie bloß irgendwie hier so langsam hochkriechen. Im Heidepark und so sind die auch nicht so lahm. Jetzt haben wir halt hier so eine Rundbahn, die sozusagen den Parkstand Oktoberjahr 2 darstellt. Und hier ist noch viel Platz zum Bauen. Ungefähr, na, ich sag mal so, ein Viertel wird es nie sein. Es ist wahrscheinlich zu wenig. Aber ein Drittel haben wir wahrscheinlich schon zugebaut hier von dem Park. Man sieht es leider nicht direkt in der Anzeige. Hier gibt es bloß den Punkt Größe des Parks 108.160 Quadratmeter, aber jetzt ist das die Frage, wenn man das jetzt zählen würde, müsste man ja eigentlich auf einen passenden Wert kommen. Ich rechne das jetzt mal fix aus hier mit dem Taschenrechner. Wurzel daraus. Ja, doch, nee, oder? Doch, ja, müsste eigentlich Wurzel sein, ne? 1000, 100.000, 108.160. Dann hat der Park eine Kantenlänge von 328 Metern. Wenn man annimmt, das ist ein Quadrat. Das sind doch aber nie im Leben 300.
300 Kästchen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das zu zählen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so viel sein wird. Kann man das irgendwie ausmessen? Heckenlabyrinth, oh toll. Ich probiere mal was. Warte mal, ich habe eine Idee. Das kann man doch austricksen. Da wir hier eh unendlich Geld haben, können wir hier auch ein bisschen Scheiße bauen gerade. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Indem ich das Ding einfach mal bis zum Ende baue. Wenn ich jetzt eine Testfahrt mache, gibt es erstmal einen Crash, aber... Obwohl der Crash ließe sich vermeiden, indem ich rückwärts geneigter Shuttle-Abschuss mache. Oder indem ich auf Abschuss stelle. Muss erst geschlossen werden. Da. Und dann crasht das Ding zwar hinten, aber es sollte eigentlich für die Parkwertung nichts ausmachen. Oder sehe ich das falsch? Kreisverkehr wird da nicht funktionieren. Ist auf dem Weg zum Ende der Station. Hä? Didn't get it. Tja, wir können es vielleicht austricksen. Indem wir das so machen. Aber Shuttle Loop wird doch auch einfach so abgeschossen. Jetzt. Ja, ich weiß, die Bahn wird hinten crashen, aber vielleicht wird dann ange... Na gut, macht eigentlich gar keinen Sinn. Dann zeigt er gar keine Testergebnisse an, ja, stimmt. Wie kann man das am besten rausfinden? Gab es denn irgendwie so einen Punkt hier, Baupreis oder sowas? Nee, das ist es auch nicht. Bei oben TDD konnte man einfach eine Taste gedrückt halten und hat dann gesehen, wie viele Felder das waren. Geht sowas auch bei... Bei RCT, das ist die große Frage. Wie könnte man denn das am besten jetzt rauskriegen? Ach Moment, jetzt habe ich eine Idee, wie man das wahrscheinlich... Oder? Nee. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das hier 300 und lang ist. Damit der Wert passt, der dort angegeben ist. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn... Das sind 5. Ach so, na, ist auch wieder so aufwendig. Oh, warte mal. Ah, es geht auch nicht. Da kann ich keine Testfahrt machen. Ich hätte gesagt, eine Kartbahn und dann... wir werden es nie erfahren, würde ich behaupten. Deshalb werden wir uns davon nicht abbringen lassen. Und das Heckenlabyrinth bauen, genau in die Ecke, wo ich schon gesagt habe vorhin, da kann man mal was Sinnvolles hinbauen. Wo war denn das gleich nochmal? Hier kommt das Heckenlabyrinth hin. Ist das wenigstens auch hier Lava-Theming? Nee. Ja, ich werde mal fix ein vorgebautes bauen, sofern ihr nichts dagegen habt.
Jetzt hat sogar die Mauer weggerissen. Ich fass es nicht. So, jetzt steht sie wieder da. So, jetzt passt das mit dem Eingang nicht wirklich. Das ist jetzt ungünstig. Kosten 0 DM. Wenn das schon kein Lava-Theming ist, dann machen wir, nee, Quatsch, Eisblöcke, wo wir nicht passen. Was würde am ehesten hier dazu passen? Steinblöcke, damit das so ein bisschen wenigstens aussieht danach. Schade, dass man das nicht berücksichtigt hat, dass man hier auch irgendwie so ein bisschen so ein Lava-Theming in das Labyrinth hat. Orbit das immer noch nicht repariert, aber da kommt bestimmt gleich einer. Und repariert das. So, das Labyrinth ist auch eröffnet. Die Besucherzahl ist... Oh, jetzt ist die Parkwertung wieder so leicht gesunken. Lag aber nicht an... Wo stehen die denn hier so fies an? Am Orbiter? Das ist ja übel. Ja klar, wenn da auch nur ein Zug fährt, dann ist es natürlich eine Hausnummer. Aber wie ist denn das jetzt? Ach, der ist jetzt schon repariert. Aber was denken die Leute, die mir jetzt